Hallo, heute werden wir einen Avatar mit Boobkids erstellen. Also gut, zunächst einmal klicken wir auf Avatar erstellen. Wir werden Erwachsene auswählen, nur weil ich ein bisschen mehr danach aussehe, denke ich. Okay, im Grunde genommen ist es wirklich cool. Diese App verfügt über Gesichtsverfolgung. Wenn man also sieht, dass ich mich bewege und die App im wahrsten Sinne des Wortes verfolgt, was ich tue, ist das einfach unglaublich cool. Also beginnen wir damit, dass wir auf Körper klicken. Ich entscheide mich für Mann, weil ich ein Mann bin. Ich gehe rüber, um meine Gesichtsform zu wählen. Ich meine, schau, ich bin wirklich schlecht in solchen Dingen, aber ich werde wirklich mein Bestes geben. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe keinen Bart. Lasst uns einfach weitermachen und damit arbeiten. Das hier. Ich weiß nicht. Also mein Gott, das macht so viel Spaß. Wir gehen zu den Haaren. Ich habe schon ziemlich lange Haare. Also, ich meine, mal sehen, ob sie diese Option hier haben. Ich habe eine ganz besondere Frisur. Also ja, wir haben hier viele verschiedene Optionen, was ehrlich gesagt einfach wirklich cool ist. Das ist wahrscheinlich das Beste. Kommt mir am nächsten. Das würde ich nehmen. Also haben wir Haare. Die sind jetzt fertig. Meine Haarfarbe ist schon da. Ich habe braune Haare. Gesichtsbehaarung. Keine. Wangen. Ich habe nicht wirklich etwas auf meiner Wange, also ist das in Ordnung. Gehen wir zu den Augen über. Hier kannst du nach unten scrollen und dort eine Reihe verschiedener Optionen auswählen. Ehrlich gesagt mag ich diese Augen wirklich sehr. Sie sehen einfach wirklich cool aus. Aber ich werde versuchen, bei dem einfacheren Look zu bleiben. Realistischer. Einfacher. Also werde ich weitermachen und wahrscheinlich, mal sehen. Das werde ich nehmen. Ich habe das Gefühl, es sieht mir ähnlich. Also nun zu den Augenbrauen. Nein, ich habe. Sagen wir mal, meine Augenbrauen. Ich würde sagen. Oh je, ich bin so schlecht bei sowas. Solchen Sachen. Ach du lieber Gott, okay. Also, es gibt so viele Optionen zur Auswahl, dass ich nicht weiß, welche mir am nächsten kommt. Okay, also nehmen wir einfach das hier. In der gleichen Farbe. Die Augenbrauenfarbe entspricht im wahrsten Sinne des Wortes der Farbe, die meine haben. Also Brille, ich trage keine. Aber ich möchte ehrlich sein. Oh, das, dieser Kürbis ist schon cool. Es gibt so etwas wie eine Art Weihnachten, also so etwas wie Weihnachtsbrillen hier. Das ist wirklich unglaublich. Cool, es ist wie ein Geist. Da sind Schneeflocken wie bei einem Rentier. Es gibt so viele coole Brillen, die ich verwenden kann. Ich werde weitermachen und wahrscheinlich das hier machen. Lasst uns diese hier nehmen. Okay. Sie sind sehr cool. Also, ich mag sie sehr. Nase. Okay, ich habe keine Nase, die wie ein Dreieck aussieht. Machen wir also weiter und fügen eine wie echt aussehende Nase hinzu. Ich würde sagen, meine Nase sieht im Vergleich zum Dreieck etwas mehr wie diese hier aus, weil ich eine echte Nase habe. Ich bin eine echte Person. Ich habe keine Dreiecksnase. Gehen wir hier also weiter zum Mund. Okay, ich meine, es ist wirklich cool, wie es buchstäblich mein Gesicht verfolgt. Als würde ich mein Telefon bewegen und es würde buchstäblich verfolgen, was ich tue, was so cool ist. Also, ich würde sagen, der Mund sieht irgendwie gleich aus, also bleibe ich beim vorangestellten Mund. Wir haben eine Kapuze. Mann, das sieht irgendwie cool aus. Ich mag es. Was ist das? Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier oder ein Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum. Also, es sieht so cool aus. Ich werde mich als Accessoire für den Weihnachtsbaum entscheiden. Mal sehen. Da ist eine Palme. Oh, ihr wisst es schon, ich nehme die Palme. Was ist das? Seht mal Leute, diese Ohren. Ich werde nicht lügen, das sieht wirklich cool aus. Oh mein Gott, Alter. Wow, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Der Wahnsinn. Also gut, wenn du mit den Accessoires fertig bist, kannst du auf die Rücktaste klicken und kommst zum Spitznamen. Hallo. Ich werde meinen Spitznamen cooler Typ verwenden. 94. Ich weiß nicht, aber ich bin einfach ein cooler Typ. Ich mag die Nummer 94, also machen wir damit weiter. Cooler Typ 94. Und dann klicken wir auf die Schaltfläche, fertig. Was macht es? Oh mein Gott, im wahrsten Sinne des Wortes ist meine Figur in der App. Einfach da in der Mitte. Ich kann darauf klicken. Sieh dir das an, das ist so cool. Heiliger Bimbam, heiliger Bimbam. Oh mein Gott, ich kann sogar ein Selfie-Video machen.
3, 2, 1. Was geht, Leute? Oh wow, so cool. Ich meine, wir haben den Avatar und er sieht cool aus. Meine Lieblingsfunktion dieser App ist definitiv die Gesichtsverfolgung, die einfach unglaublich cool ist. Also auf jeden Fall, Leute, seht euch Boobkids an. Es ist eine wirklich coole App und wie gesagt, die Gesichtsverfolgungsfunktion ist unglaublich. Ich liebe diesen Avatar, den ich erstellt habe. Er sieht wie ich aus. Ich meine, ich bin normalerweise nicht besonders gut darin, aber mit diesem Setup ist es unglaublich einfach, im Grunde alles zu machen, was man will, was einfach cool ist. Ich meine, ich mag die vielen Anpassungsmöglichkeiten dieser App wirklich. Wie bei diesem Weihnachtsbaum meine ich, das sieht wirklich so aus, mal sehen. Endlich ein Gesicht, das wirklich echt aussieht. Ich bin zu nah dran und meine Haare sind vor den Augen, aber es sieht wirklich cool aus. Versucht es, Boobkids. Ladet es jetzt vom App Store herunter. Ihr werdet es nicht bereuen.